Kalaschnikow gegen Pavlos Panis. So. Dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 5 Minuten. 3 mal 5 Minuten, Kracher zum Schluss. Kalaschnikow gegen Parnis. Ja, Pepper, ob es über die Zeit geht. Mein Start hier, harte Low Kicks. Parnis versucht zu fangen. Oh, ja. Schön, der kam out of nowhere. Den hat man fast nicht gesehen, den Spinning High. Er kam auch durch. Ja, setzt also sehr viel Kraft in die Schläge. Ja, im Moment ist noch sehr statisch, aber mit super viel Druck hinter den Aktionen. Sehr beweglich. Maxi Kalaschnikow. Da kommt Parnis mal schön durch. Das teilweise. Erwischt er das Standbein von Kalaschnikow. Ah, nichts passiert. Denkt wieder weiter. Ich glaube, die wissen, dass es um 3x5 Minuten geht. Ja, da darfst du am Anfang nicht overpacen, aber die Rechte. Ah, der ist aber auch schnell, der Kalaschnikow. Also die Aktion, die kann man im Ansatz nicht sehen, erst wenn es dann einschlägt. Der telegrafiert wirklich null. Das kommt alles ganz trocken aus dem Nichts. Oh, da sind die Lichter aus. Da ist er raus. Da sind die Lichter aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Maxim Kalaschnikow mit dem Bilderbuch-Knockout. Einfach gerade durchgesteckt und das war's dann. Ach, harter Treffer. Eingeschlagen wie eine Bombe. Schießt Pavlos Panis hier vollkommen aus dem Leben. Eieiei. Ah, der liegt immer noch. Das war ein übler Treffer. Ja, ganz trocken, ohne Ansatz, ne? Zieht er die Aktion dadurch. Das würde ich gerne noch mal in ja, der Zeitlupe das muss sehen. Man mehrfach noch in der Zeitlupe sehen. Absolut brutal. Seinem Namen aber mal 100% gerecht geworden. Der hat schon gut angefangen. Ja, ein bisschen gefegt, nichts Schlimmes. Und jetzt, bam! Zunächst die Rechte. Und da ging's noch, und da ging's noch. Und jetzt. Boah, die linke ganz, ganz trocken rein. Da war die Führhand. Wahnsinn. Und der hat also die Lichter ausgeblasen. Wenn du so eine Führhand hast, dann brauchst du keine Schlagansätze. Ja. Und komplett trocken ohne Ansatz die da rein ins Ziel. Und dann gehen die Lichter aus, der liegt immer noch. Also Knockout sieht man auch nicht alle Tage. Ja, es war definitiv ein sehr, sehr hartes Knockout. Wollen wir hoffen, dass das keine... Ja, geht's nochmal. Guck mal. Bumm. Keine gesundheitlichen Folgen für Pavlos hat. Dass er wieder auf die Beine kommt, möglichst schnell. Aber er sitzt schon wieder, wenn ich es richtig sehe. Wahnsinn. Ja, sitzt wieder. Ja, heute der Tag ist gelaufen. Ringärzte direkt da, gucken. Vielleicht geht es dann auch
Ja. Ja, das war. Ja, das war eines heftig. Main Events würdig. Das war des Main Events würdig. Wie der ganze Abend. Eher Tendenz zum Vorzeitigen. Aber dass das so schnell ging. Aber ja, souverän. Maxim Kalaschnikow, das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer. Die gute Nachricht. Pavlos Pamis steht, wird ordentlich betreut von den Ringärzten. Das gute Zeichen. Ja, nochmal freundschaftliche Umarmung, auch das gehört zu diesem Sport dazu. Somit haben wir durch K.O. in der ersten Runde den European Champion der Gamma Striking MMA bis 70 Kilogramm, Maxim Kalaschnikow. Ja, nach so einer Vorstellung ist er mehr als ein würdiger Champion für die Gamma. Der European Pro Striking MMA Champion. Also da muss einer kommen, wer ihn herausfordert, der muss schon was mitbringen. Ja. So, ein würdiges Ende für einen spannenden Abend. Definitiv. Damit bedanken wir uns bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr konntet den Abend genauso genießen wie wir hier vor Ort. Also langweilig war es mit Sicherheit nicht. Sehr, sehr schnelle Karte. 16 Kämpfe in Windeseile runtergeschlagen.